Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. So, wir haben nach langem Kampf in der letzten Folge ja endlich das Docking-Manöver geschafft und jetzt heißt es betanken, denn wir sind jetzt hier mit unserem Tanker, das ist das Teil hier vorne. Ja, kann man noch ein bisschen sehen, jetzt wird es leider gerade dunkel, aber wir haben ja ein bisschen Licht an der Schose dran. Haben wir ziemlich viel Liquid Fuel zum Raumschiff gebracht und jetzt ist es an der Zeit, den Sprit dann auch mal wirklich rauszutanken oder rauszugeben und da müssen wir jetzt mal gucken. Achso, ja, da ganz hinten sollten wir ein bisschen was drin behalten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ich glaube, das reicht erstmal. Zack. Und er soll Liquid Fuel aufsaugen und sich den Tank ordentlich vollhauen. Denn wir wollen ja jetzt natürlich mal gucken, wie viel Delta V wir eigentlich so hätten, wenn wir das Raumschiff voll betanken. Wir brauchen nämlich, um nach Duna rüberzukommen, doch ein bisschen Delta V. Also vor allen Dingen auch, um uns in den Orbit zu bremsen und solche Geschichten. Das passiert ja leider nicht ganz von alleine. So, und damit haben wir den ersten Tank schon mal vorbereitet. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, und das sollte wahrscheinlich reichen, um den hier voll zu machen. Jetzt stimmt irgendwas nicht. Jetzt haben wir irgendwie ein Solarpanel mit erwischt. Zack, zack, zack. Zack. Oh, wieder ein Solarpanel. Kein Solarpanel bitte, danke. So. Und das heißt, also damit ich mich wohlfühlen würde, würde ich gerne mit so... ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall 3000 plus Delta V. Lieber noch 4.000 bis 5.000 starten. Aber müssen wir mal gucken, wie viel es denn wirklich wird, wenn wir das hier alles fertig zugetüdelt haben. So, da ist sogar noch ein bisschen Platz im Tank. Die drei sind leer. Die drei sind auch leer. Das heißt, wir können hier unten anfangen, die leer zu saugen. Das ist allerdings nicht mehr viel. So, und jetzt kommt hier hinten, jetzt lass mich mal gucken, hier haben wir auch noch einen Tank, ne? Ja, sehr schön. Dann können wir den Tank nämlich mit dem Kram aus denen hier befüllen. Zack. Zack, zack, zack. Jawohl. Und dann heißt das hier in. So. Und dann haben wir noch so ein bisschen außenliegende Tanks. Da müssen wir mal gucken, wie viel jetzt noch übrig bleibt. Wir werden es nicht ganz voll betankt bekommen. Also ein bisschen was wird fehlen zum Schluss. Das, wir hätten irgendwie so 6.900 Fuel mit hochnehmen müssen. Wir haben 6.000 hochgenommen. Es ist noch ein bisschen was in den Triebwerksstufen hinten drin. Da müssen wir gleich mal gucken. Und wir können uns natürlich auch noch ein bisschen Monopropellant klauen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal auf der Seite hier bleiben. Und jetzt machen wir als erstes die Schose hier leer. So, und zwar fangen wir mal hier vorne an und befüllen das Teil ordentlich. Ich bin gespannt. Also wir sind jetzt bei 3400 Delta V. Wir haben aber noch viel Totgewicht natürlich vorne dran hängen jetzt durch den Tanker. Und wir sind auch mit der Betankung natürlich noch nicht ganz durch. Zack. Ah, da ist noch ein bisschen was drin. Zap, zap, zap. Und dann können wir aber den gleich mitnehmen. Zap, zap, zap. Mit... den hatten wir jetzt schon, ne? Ja. Das ist jetzt der. So. Raus damit. Alles muss raus. Mal gucken, wir müssen das dann gleich noch ein bisschen gleichmäßig verteilen, dass uns das Ding hier nicht irgendwie ins Schwanken gerät. Aber das kriegen wir auch noch hin. Auch das kriegen wir noch hin. So, Hauptsache es ist erstmal aus dem Tanker raus und wir haben das in unserem Hauptantrieb drin. So, wir sind jetzt bei 3700 Delta V, immer noch leicht steigend. Und da geht immer noch ein bisschen was. Jawohl, so, er war voll, er war voll. Das heißt, er ist nicht voll. Okay, zack. Zack, zack, das ist glaube ich der Rest von hinten. Und dann ab damit in diesen Tank. Der wird nicht mehr ganz voll werden, aber dann kontrollieren wir nochmal nach, was wir hinten noch so haben. Jo. So, jetzt müssten nämlich alle Reservetanks, die wir so hatten. Ach nee, wir haben ja da in der Mitte noch ein bisschen was, fällt mir gerade ein. Genau, da ist ja noch ein bisschen was. Ah, sehr schön.
Sehr schön. Die müssen wir natürlich auch noch entleeren. Wir wollen ja alles sauber drüben haben. Im Space Truck, da wo wir es wirklich brauchen, um uns auf die lange Reise nach Minmus zu machen. Den Testflug für die Triebwerke. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da heute auch noch starten. Muss nur gucken, dass ich hier die Betankungsorgie sauber fertig bekomme. Zack, dann können wir hier nochmal 400 reinpumpen. Da geht ja einiges. Da geht ja einiges. So. Ah, 4000. Also, das ist jetzt natürlich auch noch ein bisschen ein vorläufiges Ergebnis, denn ich will ja hier hinten noch ein Landemodul anbauen. Das wird sicherlich auch noch mal ein bisschen was wiegen. Das heißt, wir werden noch mal ein bisschen Delta-V verlieren. Trotzdem ist es aber, glaube ich, schon mal ein ganz guter Anfang, um einfach zu gucken, wo wir stehen. So, hier haben wir 400 drin, hier haben wir 400 drin, hier haben wir auch 400 drin, hier haben wir auch 400 drin. Nächstes Segment ist auch voll. Letztes Segment ist nicht voll. Okay, dann können wir jetzt hier mal eine Gleichverteilung machen beim Befüllen. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich alle erwische. Den habe ich, den habe ich, den hätte ich gerne noch und den hätte ich gerne noch. Und dann nehmen wir uns erstmal den hier. Na gut, das ist jetzt auch nicht so besonders effizient. Mal gucken, ob ich den einzelnen wieder abwählen kann. Aber so kriege ich sie gleich verteilt in die Tanks rein. Ja, ich krieg ihn. Nein, du musst sie alle einzeln anwählen, das ist ja auch doof. Ah, na gut. Aber es ist dann zumindest kein Fuel hin und her pumpen nötig. Zack, zack, zack. Und wir nehmen uns das zweite Segment und raus damit. Ja, und dann müssen wir gleich noch überlegen, ob wir uns hier noch ein bisschen Liquid Fuel von der untersten Stufe klauen, weil so viel wird die nicht brauchen, um wieder zu deorbiten oder wegzukommen. Da könnten wir noch ein bisschen was rausknapsen wahrscheinlich. So, haben wir alle vier? Haben wir alle vier. So, und raus damit. So, damit haben wir auch die letzte Tankstufe dann zumindest mal, oh, bei 120, 130 wahrscheinlich, wenn das hier fertig ist. Okay, 130. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie viel hier noch hinten drin ist. Da haben wir noch jeweils 100 Liquid Fuel. Möchte ich das loswerden? Möchte ich das nicht loswerden? Machen wir erstmal das, von dem wir wissen, dass wir es brauchen. Und zwar haben wir hier noch Monopropellant. Und ich habe hier drüben auch irgendwo Monopropellant drin. Und zwar an vielen, vielen Stellen. Lasst uns doch die mal auffüllen, indem wir das Monopropellant uns noch klauen, weil das braucht er definitiv nicht mehr, der Tanke. Also klar, könnte man jetzt sagen, man nimmt das noch irgendwie für irgendwelche lustigen Manöver, aber ich glaube, wir können das besser gebrauchen im Space Truck. So. Und wahrscheinlich haben wir hier noch ein bisschen Monopropellant-Speicher. Jawohl, den nehmen wir auch noch mit. Raus damit. Gib mir all das Monopropellant. Gib mir all den Sprit. Gib mir alles, alles. So. Strom hat das Ding auch noch ein bisschen, sodass wir es im Prinzip dann auch loswerden können. Ich will es dann nur einmal noch mal kurz überprüfen, dass wir auch tatsächlich allen Sprit uns mitgenommen haben, so wie sie es gehört. Und nichts mehr verschwendet ist. Zack, leer, leer, leer. Hier ist natürlich noch ein bisschen Sprit drin. Leer, leer, leer. Alles ist leer. So, jetzt sagt er gerade Local Control. Haben wir wirklich nur Local Control? Nein, wir haben Satellitenverbindung, ne? Ja. Ich habe zwar Local Control, habe aber Satellitenverbindung. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt mal von dem Tanker, einfach auch um zu gucken, wie viel Fuel wir letztlich haben. Oder wie viel Delta V. So, und der Tanker kann jetzt mal sein restliches Monopropellant dafür nutzen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann gehen wir auf den hier, also auf den Retrograde vom Orbit und versenken das Ding in der Atmosphäre, damit es uns nicht irgendwann mal wieder in die Quere kommt. So, erstmal hinfort. Jetzt müssen wir einmal gucken.
Wir haben jetzt eine Periapsis von 85 Kilometern. Na, da brauchen wir ja nicht viel, um den wieder runter zu jagen. Gut. So geht der auf jeden Fall wieder down. Und wir haben unsere Ruhe und müssen uns nicht mehr kümmern. Gut, soviel zu dem Thema. Ja. Und wir gehen mal zurück zum Space Truck. Denn jetzt haben wir sage und schreibe 4783 Delta V bei nicht ganz kompletter Betankung. Das ist... müssen wir mal gucken, wie viel da übrig bleibt. Also ich denke, wir werden so von... Ich gehe davon aus, dass ich nach Duna starte aus einer Minmus-Umlaufbahn. Da werden wir nicht allzu viel brauchen, um in Sonnenorbit zu kommen. Dann können wir mal so 1000 Delta V wahrscheinlich einrechnen, um nach Duna zu kommen. Nochmal 400, um zu bremsen. Das geht eigentlich. Also das müssen wir mal schauen. Vielleicht bauen wir noch ein paar Tanks an oder sowas. So, das erste, was wir jetzt aber mal machen, ist gucken, dass hier die Radiatoren sind an. Das ist okay. So, dann planen wir mal unser erstes Manöver, um nach Minmus zu kommen. Denn dafür müssen wir als erstes mal vor allen Dingen auch unsere Plane angleichen. Und da ist der nächste Knoten für hier drüben, wo das ideal klappt. Und ich würde sagen, den nehmen wir dann auch und bereiten uns auf das Manöver vor. So. Einmal angeglichen. Jawohl. So. Und das heißt, unser Manöver ist wahrscheinlich irgendwo hinten, aber es ist eigentlich eh schon egal, weil wir die ganze Zeit noch mit rotieren werden. So. Ach, da unten ist es, aber es ist egal, weil wir haben ja unser lustiges Persistent Rotation, was eh dafür sorgt, dass wir uns die ganze Zeit mit der Umdrehung mitbewegen. Obwohl, wir könnten einfach die Sonne anpeilen. Ich glaube, die Sonne ist mittlerweile sogar angepeilt. So, jetzt gehen wir mal lieber langsam zum Manöver hin, weil der Space Truck ist ja nicht so super agil, um es mal nett zu sagen. Und was wir machen müssen, wenn wir drüben sind, ist auf jeden Fall, wenn wir uns einen Ingenieur gerettet haben, hier diese Verstrebungen mal noch einbauen, weil das ist das, was jetzt so wobbelt, ist eigentlich hier die Verstrebung fehlt uns noch. Die fehlt uns tatsächlich noch. Der Rest ist relativ stabil. Hier das dünne Stück haben wir gut mit Struts festgemacht, aber hier fehlen uns noch Struts. Wieder um das Cockpit sauber zu befestigen. Und dadurch, dass das Cockpit so wobbelt, wobbelt wahrscheinlich auch der ganze Space Truck. Ja. 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 Gleich hat das. Gleich hat das. Und dann machen wir mal einen kurzen Testburn, sobald wir ausgerichtet sind, um schon mal zu gucken, wie lange wir eigentlich brauchen werden. Also ich vermute mal, dass wir bestimmt so einen 2-Minuten-Burn oder sowas brauchen, um das jetzt anzugleichen. Aber mal schauen. Erst wenn man es getestet hat, weiß man es wirklich. So. So, das ist exakt genug, würde ich sagen. So, wir stehen quasi aufrecht und gucken in Richtung Nordpol von Kerbin, um jetzt unser Manöver durchzuführen. Und ich fahre jetzt einmal auf Vollschub. 1 Minute 43 brauchen wir für das Manöver. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen ranfahren. So, auf. Ich gehe mal auf 1 Minute runter zu unserem designierten Manöver. Und sobald wir da dran sind, zünden wir es durch und gucken mal, wie sich das so vom Treibstoff her entwickelt. Haben wir eigentlich alle Tanks mittlerweile offen? Ja, ne? Ja. 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 Ja, ja, ja. Okay, dann Feuer frei. So, Plane Change ist im Gange. Der Space Truck ist das erste Mal offiziell in der Vorbereitung seiner oder einer Reise. Bisher ist er ja nur im Orbit ein bisschen rumgedüdelt und wir hatten so ein paar Testzündungen. Diesmal ist es tatsächlich zwar noch nicht das Orbit verlassen, aber es ist auf jeden Fall schon mal das Manöver, um es vorzubereiten. Und in nächster Instanz werden wir dann natürlich auch zusehen, dass wir uns in Richtung Minmus rausschießen. Das folgt dann eigentlich auch noch. Das kriegen wir, glaube ich, diese Folge auch noch hin, auch wenn der Burn wahrscheinlich ein bisschen länger wird. Gucken. Aber so sieht erstmal ganz gut aus und die Temperatur
spielt bisher auch gut mit. So, die Radiatoren gehen langsam in ihrer Leistung nach oben. Also, da ist auch noch einiges am Platz. Das sieht ganz gut aus. Also, die Hitzeentwicklung. Wir haben natürlich auch viel Oberfläche auf dem Schiff, das muss man dazu sagen. Ne? Also, die Hitze kann sich auch gut verteilen. Jetzt beginnen die Triebwerke langsam warm zu werden. Aber ich denke mal, diese knapp zweiminütige Zündung, die werden wir auf jeden Fall sehr entspannt durchziehen können. Also da wird nicht viel Hitze aufgebaut jetzt. Spannender wird es natürlich schon für den Burn raus nach Minmus. Und der wird uns, denke ich mal, eher so 5 bis 6 Minuten Burntime kosten. Nehme ich zumindest mal an. Euch dann natürlich nicht. Dank der heroischen Kraft des Editings werde ich das ein bisschen zusammenkürzen, um euch zu ersparen, mehrere Minuten lang diesen Burn-Laden dann durchzugucken, zuzugucken. So, und wir sind 2,1, und ja, das lassen wir gelten. So, gut, nochmal letzter Test für die Hitzeentwicklung. Sieht gut aus soweit. Radiatoren sind noch nicht mal auf 15% Leistung hochgefahren. Die Hitze wird jetzt langsam ein bisschen weiter kriechen. Das ist auch okay. Und wir... Hitze machen wir mal aus und wir gucken uns jetzt mal an, wo wir Minmus das nächste Mal am besten erwischen können. Das wird wahrscheinlich ein Burn auf der dunklen Seite werden. Hier so irgendwo. Mal schauen. Das müsste aber ganz gut passen. Ah, ein bisschen spät. So sieht's gut aus. Zack, da haben wir dann eine Periapsis von 108 Kilometern. Das sieht ziemlich fair aus. Ich würde sagen, den nehmen wir auch mit. Und dann drehen wir uns schon mal ein, denn wir haben in 8 Minuten unser Manöver. Und wie schon vorausgesagt, 5 bis 6 Minuten. Das hat ganz gut geklappt von der Schätzung her. Also 6 Minuten 26 wird unser Burn sein. Und ich werde in der Zeit, denke ich mal, mein Mikrofon einfach mal zumachen und das Ganze in der Nachbearbeitung nachvertonen und euch damit aber auch einen Zeitraffer gönnen, damit ihr es nicht ganz so schlimm habt. So, währenddessen drehe ich mich jetzt mal weiter in Richtung meines Manövers. Oh, das ist alles gar nicht so einfach mit dem Riesenhobel, aber es geht. Und ja, ich nehme mit Absicht im Moment keinen RCS, das können wir uns noch für was anderes aufheben. Irgendwas Spannendes oder zum Nachbetanken von irgendwelchen Docking-Ships oder was auch immer. Oh, können wir hier irgendwas observen, was Sinn macht? Nein. Na komm, SAS, komm. Sei brav. So, wir könnten natürlich auch einfach sagen, ich gehe auf Radial. Zack, so. Der ist ja da ziemlich in der Nähe. So. Ach, komm schon. Und ich denke mal, ich werde das so starten, wenn der Node bei 4 Minuten 30 ist. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall gucken, dass das Schiff hier stabil liegt auf dem Manöver, damit nicht irgendwelche blöden Sachen passieren. Und wir können dann wahrscheinlich noch ein bisschen Zeitraffer mit reinnehmen. Von daher würde ich sagen, wir sind da jetzt ganz gut drauf vorbereitet, dass es losgehen kann. Und ich verabschiede mich jetzt in den Zeitraffer und übergebe dann an mein etwas jüngeres Ich, dass das nachmoderieren darf. Und ich sag schon mal Tschüss. Und der andere Typ, der jetzt gleich spricht, wird dann den Rest machen. Bis denn. Ja, und wo wir gerade bei dieser freundlichen Übergabe sind und uns auf den Burn zubewegen, ist mir mal aufgefallen, das ist übrigens schon die 80. Folge von Hardcore Köbel. Das heißt, wir gehen steil auf die 100 zu und ich bin mal gespannt, ob wir es in den 100 Folgen noch bis Duna schaffen. So, bei ungefähr 4 Minuten 30 habe ich dann mal das Manöver gezündet, um einfach zu gucken, wie sich auch die Hitze vor allen Dingen entwickelt. Das heißt, ich habe da das Radiatorpanel auch mal rausgepinnt, damit ich es die ganze Zeit beobachten kann. Und das sieht insgesamt relativ gut aus. Ich hatte dann noch kurz ein bisschen überlegt, ob das nicht zu steil in die Atmosphäre geht, sah aber von der Periapsis her gut aus. Also wir sind so bei irgendwie 98 Kilometer geblieben. Viel tiefer ist es nicht gegangen.
Und ansonsten fliegt es, auch wenn es jetzt im Vierfachzeitraffer relativ unruhig aussieht, doch ganz entspannt vor sich hin. Und die Hitzeentwicklung ist absolut im grünen Schrägstrich hier natürlich dunkelroten Bereich. Also alles sieht gut aus. War jetzt natürlich auch ein bisschen Luxus, dass wir im Schatten von Kerbin fliegen konnten. Also wir haben da ganz leichte Hitzeentwicklung am ersten Tank. Aber der Radiator schluckt das soweit gut weg. Und das Schiff ist auch relativ okay zu fliegen. Also der 6-Minuten-Burn jetzt raus nach Minmus sieht wirklich in Ordnung aus und ich bin mal ziemlich unbesorgt, dass die Minmus-Mission für uns wahrscheinlich sehr entspannt wird und wir auch noch mit einigem an Treibstoffreserven zurückkommen werden. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, ich hatte nochmal gecheckt, ob es noch irgendwo geheime Treibstoffreserven gibt, sieht aber alles soweit gut aus. Und dann war es auch schon soweit und der Burn nach Minmus raus war so in seinen letzten Metern, die noch gemacht werden mussten an Geschwindigkeit. Und da habe ich ein ganz kleines bisschen overshootet, da sieht man es kurz aufflimmen und das dann mit RCS korrigiert. Und wir haben jetzt eine Periapsis von 80.000 und da machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss.